Los Angeles. Die Hollywood-Metropole ist wie jedes Jahr wieder für ein paar Tage das Mekka der Spieleindustrie. Auf die Messe E3 kommen neue Geräte wie zum Beispiel die Wii U. Viele Games werden mittlerweile auf Smartphones oder Tablets-PCs gespielt. Das macht den großen Herstellern zunehmend zu schaffen. Mit Spielekonsolen ist nicht mehr so viel Profit zu holen wie noch vor einigen Jahren. Wenn du einen Bildschirm hast, kannst du darauf spielen. Früher hat man Videospiele auf dem Fernseher gespielt. Die Mehrheit spielt auch noch auf Konsolen. Aber heute hat man ein Handy oder einen Computermonitor. Und sobald da ein Bildschirm ist, spielen die Leute. Auch soziale Netzwerke werden zunehmend zur Spielwiese und damit zur Konkurrenz. Sony setzt mit einem neuen Spiel dagegen. Bei Wonderbook wird ein Buch durch die PlayStation 3-Kamera auf den Fernsehschirm geworfen und so zu einem interaktiven Abenteuer. Die Kamera erkennt im Grunde eine Reihe von Markierungen, projiziert die Software auf den Fernsehschirm und Kinder können dann damit interagieren. Wir haben uns dafür entschieden, weil das Blättern einer Buchseite der einfachste denkbare Weg ist, mit jemandem zu interagieren. Jedes Kind, jede Familie kennt das. Und auch zum Austoben bietet die Messe in Los Angeles reichlich Gelegenheit. Es macht einfach so viel Spaß. Zuerst war ich schüchtern. Ich fühle mich nicht als gute Tänzerin, aber mit Freunden ist es super. Die Spieleindustrie zeigt diesmal bei der E3 viele Fortsetzungen und wenig große Neuigkeiten. Aber zumindest sind die Messebesucher ziemlich experimentierfreudig.